Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Aber sie haben nie irgendwem davon erzählt, dass alles abgeht. Lust zu sterben. Was ist da drin los? Da werden die Schienen verlegt. McBain ist der Vorarbeiter und ist kaputt. Das habe ich gehört. Keine Zentimeter kaputt. Sie sind hier! Bewegen. Scheiße. Komm schon. Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Waren sie so groß? Das ist ungeheuerlich. Sie können nicht einfach mein Haus abreißen. Wir haben uns hier versammelt, weil unser guter Freund Bill von uns geschieden ist. Erschlagen von einer Wand, die irgendein Idiot nicht ordentlich gebaut hat. Ich weiß nicht. Halt die Klappe, John. Zu Asche. Was ist da drin los? Da werden die Schienen verlegt. McBain ist der... Sieh genau hin. Ganz alter Trick. Hast du das gehört? Keine Bewegung! Das gehört hier alles uns. Verdammt, wo sind sie? Verstecken Sie ausräuchern! Weiter suchen! Verdammte Mistkerl! Lasst sie nicht entwischen! Wir müssen sie ausräuchern! Diese Typen sind hier versteckt! Verdammt, wo sind sie? Weiter! Wir müssen sie finden! Sehe ich erwischt, ich da drin! Scheiße! Es ist tot! Hat schon jemand was gefunden? Dreht jeden Stein um! Keine Überraschung! Ich sehe dich! Die Typen haben sich gut ausräuchern! Verdammt! Hier bin ich, Amigo! Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Entschuldigung? Aber sie haben nie irgendwem davon erzählt, dass alles abgerissen wurde. Da werden die Schienen verlegt. McBain ist der Vorarbeiter. Ja, und hast du gehört, was sie Old William gesagt hat? Leise hingehen. Neben meinem Laden. So wie ich das sehe, ist das gut. Die werden uns nicht kommen sehen. Klarer Fall für Bianca. Und noch einer. Komm zu, Hector. Du musst es nicht mit reinziehen. Bereit, Amigo. Augen auf. Sieh genau hin. Komm her. Das? Auf die anderen! Das war erst. Wenn die Wen haben wir denn? Ich sehe dich, Arthur! Jetzt hab ich dich! Und jetzt wer zum Teufel bist du? Wer war das? Ein Störenfried!
Sieht schlecht aus, Amigo. Bereit, Amigo. Teufel! Ja, das sind die zwei Scherzbolde! Ich muss in Deckung gehen. Wer zum Teufel bist du? Was ist das? Wie ist der Plan? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wo bleibst du denn? Versteckst du dich vor mir? Sieh genau hin. Jetzt kommt Bianca. Wer hat Lust zu sterben? Komm schon, ich bin nicht in Stimmung. Irgendwas? Ey, du! Scheiße. Da muss in Deckung gehen. Sieh genau hin. Voll Verstärkung! Irgendwas. Was? Ihr habt sie! Sucht sie mal! Reiter suchen! Wir müssen sie finden! Die müssen hier irgendwo sein! Auf ausräuchern! Das wird nicht ganz einfach. Wer sie findet, was zum verdammte Mistkerle! Teufel! Ich hab jede Menge davon. Diese Typen haben sich gut versteckt. Das ist der Mistkerl. Oh, ja, wie dass früher. Du dich verstecken Amigo. Kannst. Oh, hab ihr auch. Bereit, Bianca. Mistkerl, ich werde noch meinen Spaß mit euch haben. Ihr macht das alles nur noch schlimmer. Ihr macht das alles nur noch schlimmer. Jetzt hab ich dich. Das sind die zwei Scherzbolde. Hey, wer zum Teufel bist du? Alarm! Verdammt, wo sind sie? Was ist ein Störenfurensohn? Wen haben sie? Hören sie! Leute! Sieht schlecht aus, irgendwie was? Wird auch Zeit. Jetzt kommt die. Ja, noch. Sie ist bereit. Ich mach's mit Singstein. Hey, wo ist mein Partner? Versteckst du dich vor mir? Hallo? Sie hat's immer noch drauf. Sie hat Lust auf mehr. Überall diese Ärsche von der Company. Sieh genau hin. Gleich fliegen die Zähne. Wir brauchen Verstärkung. Einen Zentimeter bewegen. Sie sind hier! Dreht jeden Stein um! Verdammt, das nochmal! Wo sind sie? Hat schon jemand was gefunden? Hier irgendwo sein. Gebischt! Ich weiß, dass sie hier sind. Reiter, wer sie findet, bekommt ihre Sachen. Weiter suchen! Versteckt! Wir müssen sie finden! Weiter suchen! Wir müssen sie finden! Sie müssen hier irgendwo sein! Keine Überraschung! Vergesst es, Jungs! Die sind uns entkommen! Moment!
Das sind zwei Scherzbolde. Alle Mann aufpassen. Merkwürdig. Warum passiert ständig so etwas? Deshalb musste der Zug also außerhalb der Stadt anhalten. Man sollte annehmen, dass die Eisenbahn für die Leute hier gut wäre. Aber dann haben sie den halben Ort abgerissen. Wer auch immer das angewiesen hat, will, dass dieser... Scheiße. Deshalb musste der Zug also außerhalb der Stadt anhalten. Man sollte annehmen, dass die Eisenbahn für die Leute hier gut wäre. Aber dann haben sie den halben Ort abgerissen. Wer auch immer das angewiesen hat, will, dass diese Leute von hier verschwinden. Das wäre Vincent DeWitt. Dem gehört die Eisenbahn. Wenn du das sagst, Männer wie er sind der Grund, warum hier alles den Bach runtergeht. Klar, weil er Männer wie uns hat, die für ihn die Drecksarbeit machen. Du verdirbst die Stimmung, Amigo. Schön, dich zu sehen, Amigo. Bereit, Bianca. Sofort. Oh, fertig. Jetzt machen wir mal Lärm. Ich sehe dich, Arschloch! Was ist das? Warum passiert ständig so etwas? Wir sind hier, nicht jeden Stein. Verdammte Mist erwischt! Die haben Fallen gelegt! Das sind Fallen! Verdammte Mistkerle! Die haben sich gut versteckt. Die glauben, sie könnten sich verstecken. Sucht sie doch mal. Wo wir müssen sie ausräuchern. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Die haben sich gut versteckt. Weitersuchen. Wir müssen sie finden. Die müssen hier irgendwo sein. Die müssen hier irgendwo sein. Wer ist der Nächste? Wer sie findet, bekommt ihre Sachen. Wer sie findet, bekommt ihre Sachen. Ausräuchern! Du machst das schon, oder? Was ist das? Da bist du ja. Jetzt kommt ja noch. Holen wir uns ein. Hier drüben. Wird auch Zeit. Ich kann die Kerle nicht ausstehen. Ich mach's mit Singspiel. Ich weiß, dass du da drin bist. Gefunden! Hat sich dieser Strauch gerade... Ich hab dich! Hey, Was? Sieht schlecht aus, Amigo.
also gut, Junge. Räuchern wir sie auch. Weiter so. Überraschung. Wir müssen sie finden. Ich weiß, dass sie hier sind. Irgendwo weiter sein. Suchen. Verdammt, wir müssen sie ausräuchern. Sie wissen uns. Scheiße. Hat schon jemand das nicht gefunden? Entwischen. Sie kommen nicht wieder. Bin ich, amigo. Sie haben Lust auf mehr. Klarer Fall. Sofort. Na also. Schnell hin. Augen aufs Ziel. Auf geht's, amigo. Du musstest mich mit reinziehen. Sieh genau hin. Ist das... Jetzt halt! Wer hat Lust zu sterben? Jetzt hab ich ihn gefunden. Immer schön den Kopf runter. Bin da. Augen aufs Ziel. Wer hat Lust zu ganz alter Trick? Amigo. Da bist du ja. Hey, ich hab dich. War das? Ein Stell, du! Das war das. Ich muss jetzt die Kugel. Du hast das. Sieht schlecht aus, Amigo. Warten wir. Wer hat Lust zu sterben? Ganz alter Trick. Hast du das gehört? Hector ist da. Dann kümmern. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Wir sind noch nicht fertig, amigo. Da bist du ja. Leider, ich hab jede Menge davon. Hä? Genau wie früher, amigo. Hey, ich brauch nur ein paar Sekunden. Für einen Lärm. Wird auch Zeit. Viel los in dem Städtchen.
bringen wir es schnell hinter uns. Moment. Ganz alter Trick. Hast du das gehört? Ich hab jede Menge davon. Gleich geht sie genau hin. Augen aufs Ziel. Sieh genau hin. Wer hat... Komm schon mal her. Moment mal. Was? Jetzt schön schwer. Die nehm ich. Augen aufs Ziel. Sieh genau hin. Wer hat Lust zu sterben? Was zum Teufel? Sieh genau hin. Ach, Scheiße. Blut vergießen. Verstärkung, das war's. Warum lasst sie nicht entwischen? Ach, verdammt, wo sind sie? Was ist die Schicht ist unbrechbar. Damit wären drei erledigt. Wie kommt es, dass du dich mit jedem großen Arschloch in der Stadt angelegt hast? Vielleicht, weil ich große Arschlöcher nicht weiß. Ich weiß, dass sie hier sind. Weiter so. Keine Chance, ganz alter Dreck. Ruhe dahin. Wieder im Geschäft. Was? Die werden uns nicht kommen. Was ist denn mit den Typen los? Aber sie haben nie irgendwem davon erzählt. Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Wir waren so froh, als der Bürgermeister uns sagte, dass die Eisen... Das ist ungeheuerlich. Sie können nicht einfach mein Haus abreißen. Anweisung der Company. Die Schienen müssen hier entlang laufen. Zur Hölle mit ihrer Company. Bereit, Bianca. Oh, fertig. Nimm mal schön den Kopf runter. Bin bereit. Schön cool bleiben. Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Wir waren so froh, als der Bürgermeister uns sagte, dass die Eisenbahn kommen würde. Ja, genau, Sir. Dieser Typ, Sie haben vollkommen recht, Sir. Dass wir verschwinden, schert sich einen feuchten Kehricht um uns. Ja, und hast du gehört, dass... Hey, das habe ich gehört. Nicht ein Mensch, das war der Mensch. Jetzt zufrieden, jetzt kann es wieder schlafen. Alles gut, Cooper. Lass uns zum Saloon zurückgehen. Unsere Drinks warten noch auf uns. Weiter, schafft doch mal! Wir müssen sie finden! Wir müssen sie ausräumen. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Scheiß drauf, die sind inzwischen über alle Berge. Bereit, Amigo.
Das ist ungeheuerlich! Sie können was ist hier ständig so da? Wen haben Sie denn? Sieht schlecht aus, amigo. Das ist ungeheuerlich. Sie können nicht einfach mein Haus abreißen. Anweisung der Company. Die Schienen müssen hier entlang laufen. Zur Hölle mit Ihrer Company. Was gibt's? Aufpasst. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Was ist das? Legen wir los. Bringen wir es schnell hinter uns. Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Wir waren so froh, als der Bürgermeister uns sagte, dass die Eisenbahn kommen würde. Und jetzt? Aber Sie haben nie irgendwem davon erzählt, dass alles abgerissen wurde. Dieser Arm. Gentlemen, ich habe euch Whisky aufgehoben. Gracias, Senorita. Um diese Kerle musst du dir keine Sorgen mehr machen. Wir haben uns um sie gekümmert. Ach, das ist lieb von dir, Hector. Ein wenig mehr Ruhe könnten wir hier gut gebrauchen. Nun, Leute, ich muss mal weg. Könnt ihr bitte hier alles im Auge behalten? Überlasst das uns. Bedient euch. Ich bin gleich wieder da. Und? Wie lange bist du schon hier? Ein paar Tage. Warum fragst du? Hast du ihn gefunden? Weißt du, wo er ist? Muss das jetzt sein? Was zum Teufel ist los, Hector? Ich meine ja nur, wir hatten gerade so viel Spaß. Warum jetzt alles verderben? Hey, ich bin nicht hier, um den guten Samariter zu spielen. Wir wissen beide, dass er für DeWitt arbeitet. Also sag mir einfach, wo er ist. Langsam, amigo. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er im Haus des Bürgermeisters ist. Nur ein kurzer Ritt auf den Berg. Dann gibt es keinen Grund, noch mehr Zeit zu vergeuden. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Es wird spät. Ich habe das lang genug vor mir hergeschoben. Was macht ein Tag schon für einen Unterschied? So wie ich Frank kenne, wird er morgen immer noch dort sein. Also gut. Dann morgen. So gefällt mir das besser, amigo. Und jetzt erzähl mal, was du so getrieben hast. Thank you.
mal bitte stillhalten? Einfach großartig. Und noch eins. Ich glaube, diese Seite sieht noch stattlicher aus. Ich hole noch eine Platte. Gut. Wie gefällt dir das neue Kleid, mein Täubchen? Es ist wunderhübsch, Schatz. Ausgezeichnet. Ich möchte das noch in vielen Jahren von diesem Tag gesprochen. Master Higgins. Ach, was ist denn? Frank sagt, dass er ungeduldig wird. Psst, nicht jetzt. Siehst du denn nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Tut mir leid, mein Täubchen. Ich muss mich leider wirklich darum kümmern. Mach dir um mich keine Sorgen, Schatz. Warte hier. Ich bin gleich wieder da. Lenkt Frank ab. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss mir unbedingt das Blumenarrangement ansehen. Ja, Sir. Auf Wiedersehen. Endlich. Ich dachte schon, er würde nie gehen. Ich muss schnell sein. Holen, was ich brauche und verschwinden, bevor ich vor den Altar gezerrt werde. Zuerst brauche ich einen Schlüssel für die obere Etage. Ich glaube, sie hat einen Ersatzschlüssel. Sie wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir kurz borge. Die Wachen werden mich nicht stören, solange ich mich nicht zu sehr daneben benehme. Sobald ich ihn habe, schleiche ich durch die Tür der Bibliothek rein. Zur oberen Etage ist der Zutritt verboten. Ich muss den Wachen ausweichen, bis ich das Büro erreiche. Dort werde ich alles auf den Kopf stellen, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Also gut. Ich muss von hier verschwinden, bevor der Bräutigam beschließt, nach seiner Braut zu schauen.